Und jetzt zugeschaut. Oh, Night City! Weil das Mädchen arm war, dachtest du, selbst den Junkie an der Ecke würde das nicht jucken. Hast du einen Clown gefickt? Das hier ist ein Job, nichts Persönliches. Daran erinnere ich mich. Muss am Wodka liegen, wo du all die Jahre reingekippt hast. Stanley hier. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Brauchst nichts fragen. Spuck ihm einfach ins Gesicht. Mach mal ein bisschen lauter, glaube ich. So sollte das, glaube ich, passen, oder? Ich bin David Riedel. Ich gehöre zum Regie-Team von Cyberpunk 2077. Beim Videospiel ist es nicht wie beim Synchron, dass man mit Bild arbeitet, sondern man hat einen Text, im besten Fall noch eine Vorlage, auf die man sich legt. Dann hat der Sprecher eine Idee, wo das hingeht und kann damit arbeiten und dann wird die Aufnahme gemacht. 30 Sekunden. Überzeugt mich. Der Beginn der Aufnahmen war im Juli 2019 und abgeschlossen haben wir das Projekt fast ein Jahr später, Anfang Juli 2020. Mein Name ist... Oh, das hätte ich aber nicht gedacht, dass die Synchron, dass das so schnell geht mit den ganzen deutschen Synchron. Die müssen ja auch alle, die haben ja namenshafte deutsche Synchronsprecher rausgesucht, ne? Die alle unter einem Hut zu bekommen. Aber gut, Hollywood-Filme werden ja im Moment eh nicht gedreht, beziehungsweise geschnitten und in die Kinos gebracht, weil ja, Kinos haben ja zu. Jo. Horst Baumann, ich bin Leiter der Abteilung Audio hier bei Globalock und im Rahmen dessen habe ich das Spiel Cyberpunk betreut, die Audioproduktion. Hey, da bist du ja. Das ist V. Sie ist für den BD hier. V, das ist Judy, die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Sie muss ganz tief rein. Aber ganz tief. Ich kann mich erinnern, dass ich einen Anruf bekam und zu einem Probesprechen geladen wurde. Für ein Computerspiel. Und da mir das sehr viel Spaß macht, weil ich auch selber ambitionierter Zocker bin, also früher mehr als heute. Für ein Computerspiel? Das ist nicht einfach nur ein Computerspiel. Also. Wir können es ja direkt wieder rausschmeißen, den Typen. Dachte ich so, ja, das ist eine Herausforderung. Ich gehe doch mal hin und habe zugesagt. Und mir war aber überhaupt nicht bewusst, wie umfangreich das wird und was wir da eigentlich machen. Eine Spur zu einer Spur. Meinst du die? Ach, krass! Mach einfach nochmal eine zweite. Das ist aber mal ein kompletter Unterschied, ja, oder? Mach ich gerne. Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Also grundsätzlich ist der Casting-Prozess, das ist A und Wahnsinn. O bei einer Audioproduktion. Da muss man sich sehr viel Zeit nehmen und CD Projekt Red hat sich die Zeit genommen. Das war auch sehr wichtig, um da eine gute Auswahl zu treffen. Verhandelt habe ich über ein Computerspiel. Das war das, was angesagt war. Und so langsam stellte sich raus, dass es um eine Figur geht, die ganz wichtig sein könnte. Hab dann... Da hört ihr da schon eine Stimme raus. Das ist die Stimme von sage und schreibe Keanu Reeves. Also die deutsche Stimme, ne? Ist logisch. Ja, mach das, Noah. Nächste Woche geht doch der Horrorstream weiter, ne? Für dich. Dann eigentlich erst mit diesem ersten Eindruck, den ich im Internet gesehen habe, durch diesen ersten Walkthrough von dem Spiel, habe ich eigentlich erst verstanden, dass es sich um was ziemlich Abgefahrenes handeln muss. Alleine an den Texten kann ich mich entsinnen, war es aber so, dass ich dachte, ey, das ist ein bisschen was anderes. Das ist für Erwachsene, das ist für uns Ambitionierte und es wird auch ein bisschen mal über den Tellerrand geschaut und es wird sich was getraut. Und das war Motivation genug. Dass das nun klappen würde, damit hatte ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gerechnet. Als ich den Anruf bekam, dachte ich erstmal so, puh, okay. Aber erst als es dann hieß, zeitlich bist du so und so und so und so viel eingebunden, dachte ich so, okay, das Ding ist fett. Das wird eine Wucht. Das wird ein echter. War auch heftig, muss ich dazu sagen. Ne? Also Resident Evil ist jetzt nicht so mein Fall. Ja, generell Horror-Games, ich komme damit nicht klar. Wobei ich so Jumpscares und so, ich kenne die ganzen Horrorfilm-Klassiker. Oder die neueren Horrorfilme mit Jumpscare.
Wie rum darum, da reden wir dann nächste Woche drüber, wenn es dann weitergeht. Aber jetzt. Film aus dem Kino hat 1500 bis 2500 Takes. Ja, und dann kann man ja sehen, wenn man jetzt Cyberpunk daneben vergleicht mit fast 95.000 Takes, dann weiß man, wie viele Kinofilme in dem Spiel drin stecken. Das ist schon eine ganze Menge. Vor dem Casting hat man mir schon gesagt, wie viel es wird, einfach auch um zu checken, ob ich zeitlich überhaupt die ganzen Monate verfügbar bin. Ja, ich glaube, ich wusste schon ziemlich früh, dass zum Beispiel sowas wie heute jetzt, dass sowas kommen wird. Also das wusste ich. Aber... Also ich finde, die hat schon eine krasse Stimme, oder? Also hört sich schon... ja, die könnte auch mal was anderes vertonen. Also ein Hörbuch natürlich, ne? Auf Spotify so ein bisschen fest und schnuckelig oder so. Ja. Man merkt es dann erst, wenn man richtig drin ist und seit Wochen schon daran arbeitet und merkt, wie groß der Hype eigentlich ist. Mit diesem ersten Eindruck, den ich gesehen habe, war einfach nur diese, wurde eigentlich diese Stadt... Wer war er denn? ...etabliert und vielleicht wie, aber kein Johnny Silverhand und ich wusste auch nicht, welche Rolle ich da spielen sollte oder sprechen sollte. Wusste aber schon dann, in dem Moment, dass es mich sehr interessieren würde, weil ich halt genau diese Art von dystopischen Zukunftsvisionen und Alpha-Städten der Zukunft absolut faszinierend finde. Gestern Abend beim Gespräch mit Saul. Danke für die Rückendeckung. Doch eins noch. Die Raves, der Überfall, das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich. Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung. Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Ah, okay, zurück nach Night City, V. Hab die Schnauze voll von diesem Kaff. Also ich habe noch nie in einem Videospiel mitgespielt, wo so viele komplexe Zwischenmenschen, wo der Charakter auch so tief war. Aber oft ist es, bleibt es ein bisschen an der Oberfläche und das ist mit V halt überhaupt nicht der Fall. Der ist vielschichtig und da ist viel mehr hinter, als man jetzt auf den ersten Augenblick, wenn man das jetzt wahrscheinlich so mit anderen Spielen vergleicht, was man da denken könnte. Also ich konnte die volle Palette zeigen und das ist großartig. Eine Autoversicherung gegen Totschlag? Was für eine Welt. Du denkst, du bist fein raus? Dass ihr Vater das akzeptiert? Wohl kaum. Ich mochte auch immer gerne die Szenen, wenn wie verletzlich. Also das ist echt eine Megastimme, sorry. Ist echt, geöffnet hat und man eben gesehen hat, dass da vieles mehr in ihm tickt, als einfach nur irgendwas zu erledigen oder Leute irgendwie oder Aufträge zu erfüllen. Seine Persönlichkeit, die sich entblättert hat, das darzustellen und umsetzen zu können, das fand ich super. Ich kann es mit keinem Videospiel vergleichen, das ich bis jetzt besprochen habe, ehrlich gesagt. Ja. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jeder andere. Andrew Wayland, Adam Smasher, hier kommen Legenden. Johnny steht für mich für jemanden, der sehr auf sein Gegenüber reagiert. Also ich glaube, das ist bei dem unheimlich abhängig davon, ob er sein Gegenüber oder denjenigen, der ihn fragt, ob er ihn sympathisch findet oder nicht. Also ich kann mir einerseits vorstellen, dass der vielleicht sagen würde, wenn er sagt, würdest du mir hier was reinschreiben, sagt, drückt die Zigarette drauf aus auf dem Buch und sagt, das ist mein Autogramm oder irgendwas. Aber eben, wenn was will ich, eben das Kind, das von seinen Eltern geschlagen wird und mit dem kaputten Teddy ihm gegenübersteht, da wird er sich anständig benehmen. Also ich glaube, Johnny hat ein gutes Herz und ein hartes Äußeres. Seltsam. Daran erinnere ich mich nicht. Muss am Wodka liegen, den du dir all die Jahre reingekippt hast. Lass mich eins klarstellen. Ich habe nie Wodka angerührt. Bourbon, Whisky, Tequila. Das war mein Zeug. Wie V und Johnny miteinander, gegeneinander oder wie auch immer stehen. Also ich würde sagen, sie lieben und sie hassen sie. Die können irgendwie nicht miteinander und nicht ohne einander. Das kommt auch immer darauf an, was der Spieler wählt natürlich. Das
ist bestimmt keine einfache Beziehung zwischen den beiden. Das kann man so weit sagen, glaube ich. Ich würde sagen, die haben so ein bisschen den gleichen Humor manchmal. Deswegen verstehen die sich ganz gut. Aber es ist wirklich dann auch eine Hassliebe. Also wir haben uns auch, glaube ich, schon sehr geprügelt. Man sagt, dass alle Ladies gleich sind. Aber sie war anders. Das macht ihr Spaß, oder? Nicht sie, dachte ich. Die falsche Jacke. Kein Schuldgefühl in ihrem Blick. Scheiße. Das ist noch kitschiger als deine Songs. Ich hatte einen Riecher für schäbige Frauen. Doch auch ein Meisterschnüffler sollte Distanz wahren. Du bist so bescheuert. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirn. Was ist mit der Kellnerin los, ey? Sehr sympathischen Gesichtsausdruck. Also, hätte ich ja direkt Bock drauf. Und er da drüben ist sein Burger einfach gar nicht, ne? Der hält ihn einfach nur vors Gesicht. Ist auch, ja. Tumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Ist schon geil. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Für mich ist es schwierig. Ich komme aus dem Synchron, was immer mit einer Vorlage arbeitet. Also immer mit einer visuellen Vorlage auch. Natürlich auch mit einer akustischen Vorlage, aber vor allen Dingen auch das Bild. Wir mussten den Schauspielern erstmal erklären, wo wir uns gerade befinden in dem Spiel, in welcher Szene, was gerade passiert. Das ist schon eine Herausforderung. Ich habe ja nur mit dem Text und mit Keanu Reeves Stimme im Ohr gearbeitet. The fuck, just delta the fuck out. Da ist nicht unbedingt klar, was dieser Charakter gerade durchleidet und durchlebt. Dadurch, dass wir ja nicht wirklich ein Bild haben, muss ich mich natürlich sehr auf die Regie verlassen, auf den kreativen Part auch, der mir hilft und mir erklärt, worum es gerade geht. Ich arbeite jetzt schon eine ganze Weile als Regisseur für Videospiele und spiele... Als was? ...kreativen Part auch, der mir hilft und mir erklärt, worum es gerade geht. Ich arbeite jetzt schon eine ganze Weile als Regisseur für Videospiele und spiele selbst auch. Aha. Alle möglichen Spiele. Und man hat irgendwann so ein gewisses Verständnis dafür, wie man da rangehen muss. Klar, man ist, der Rahmen ist ein bisschen weiter gesteckt. Also ich kann natürlich, ich weiß, der weint jetzt oder dem geht's emotional scheiße oder ist empathisch nicht gefestigt gerade. Aber ich kann auf jeden Fall mehr reingeben, als ich das sonst woanders kann, wo es klar gesteckt ist. Und das ist eine große Herausforderung. Jemand, der den Überblick über die ganze Geschichte hat, ist absolut wichtig, weil wir sehen ja nur den Text und die Einführung und die Emotion, was in dieser Szene nun von Bedeutung ist, das muss dir jemand geben, der den Überblick über diese ganze Geschichte hat. Das stelle ich mir halt schwer vor. Ne? Wenn du einen Film synchronisierst, ist das ja wahrscheinlich so, dass die Szenen da laufen und du siehst halt die geschauspielerten Emotionen. In dem Videospiel ist halt schwierig, ne? Das halt, ja. Müsste der Synchronsprecher ja dann durchspielen mit der Figur, die darin vorkommt, und sich die Emotionen anzugucken, wobei man das ja wahrscheinlich rausschneiden kann, oder? Von der Entwicklung, keine Ahnung. Aber stelle ich mir schwer vor, als Synchronsprecher dann, ja, das ist jetzt ein Kampf, muss ein bisschen außer Atem und aufgeregt und, keine Ahnung, aggressiv. Ist halt im Film einfacher, ne? Wir haben ja nicht nur schon schwer. Dialogoption, sondern der Spieler kann entscheiden, wie er antwortet. Und das ergibt dann verschiedene Wege. Und wenn man dann einmal durchgegangen ist, dann springt man zurück und dann muss man dem Schauspieler natürlich wieder erklären, pass auf, wir springen jetzt wieder zurück zum Anfang der Frage, jetzt kommt ein anderer Weg. Und dann habe ich den einen Weg, habe ich schon gesprochen und dann sage ich, ah, okay, ich bin jetzt an dem Moment, wo er wieder sagt, welchen Weg willst du gehen, links oder rechts? Wie bei Matrix, rote Pille, blaue Pille. Und das sind natürlich zwei verschiedene Handlungsstränge. Und da muss jemand dir sagen, halt, du bist an der Stelle. Jemand, der dir quasi, der die Landkarte in der Hand hält. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ich dir deine Scheißbirne wegpuste! Eine Herausforderung bei Cyberpunk waren all diese Fremdsprachen und Akzente. Es ist ungewöhnlich, in Videospielen mit Akzenten zu arbeiten, vor allem mit so vielen. Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch, sogar Kreolisch. Unterschiedliche Kreolisch? Sprachen, was ist denn Kreolisch? Zum Einsatz kommen. Und da war es halt auch wichtig, dass wir Sprecher haben, die bilingual sind. In der deutschen Version hat es super hingehauen.
Wir haben drei Supersprecher gefunden und ja, einen von denen, also Toru Tanabe, der Takemura spricht, haben wir speziell aus Tokio nach Berlin fliegen lassen. Das war jetzt gerade eine andere Szene, ne? Vielleicht ist das ja aus demselben, wo im Spiel ist Johnny Silver ja nur ein Hologramm quasi, ne? Ein gedanklicher. Egal, kommen wir später zu, wenn wir die Story spielen. Aber der hat seinen Burger noch nicht weitergegessen, ne? Mit dem stimmt irgendwas nicht. Da müssen wir nachher mal genau hingucken, was der da, was der Kollege da macht im Spiel. Der ist mir nicht so gesund irgendwie. Speziell aus Tokio nach Berlin fliegen lassen, damit er seine Rolle hier lokal einspricht. In vielen deutschen Produktionen meidet man schon gern auch mal Akzente, macht dann einfach alles im Hochdeutsch. Zusammen mit der Sprachberatung das zu erarbeiten. Sprachberatung? Für den Sprecher natürlich noch mehr als für mich. Aber das Ergebnis am Ende ist sehr gelungen. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn... Was macht die Kellnerin da bitte? Evelyn? Wofür brauchst du... Stell dir mal vor, du sitzt im Restaurant und da steht die Kellnerin einfach mit einem Tablet vor dir. Jetzt so Okini-Style, würde ich mal sagen. Oder Mikado, je nachdem, ist ja egal. Und die steht einfach an deinem Tisch. Gut, jetzt kannst du dich vielleicht auch erklären, warum der den Burger nicht isst, weil ist ihm wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, den Burger da zu essen, wenn er da Gesellschaft hat. Ja. Also, den Kollegen mit dem Burger müssen wir im Auge behalten nachher im Spiel und die. Die sind mir beide sehr, sehr suspekt. Aber hallo. Also, wenn man bei Among Us, würde ich sagen, die beiden sind Imposter. Definitiv. Akzeptiert die Wahrheit, ehe es zu spät ist. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Ist mir dein Vergnügen, wie? Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Was mir in Erinnerung geblieben ist, Augen, ist der Schluss. Ich will nicht spoilern, aber es gab eine Sequenz, die spielt... Sehr gut. Ich spiele seit ein paar Wochen. Schatz, hast du das Schild gesehen? Wir haben ja bald Weihnachten übrigens, ne? Falls du da. Ne? Also ich spiele seit ein paar Wochen das Spiel ausschließlich auf Deutsch. Ganz gut aussehen. Bin selber, muss ich echt zugeben, jemand, der normalerweise die Spiele und auch Filme eher im O-Ton guckt, meistens dann eben auf Englisch. Und deswegen. Die kenne ich aber irgendwo, ja. War ich auch relativ skeptisch, als ich dann eben bei uns auch auf die deutsche Sprachvariante umgeskippt bin und muss sagen, dass ich aber doch sehr positiv überrascht worden bin. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet, der wurde ja eingeblendet, aber... haben wir insgesamt 18, guck ich mir morgen an. Sprachversionen und davon sind 11 voll betont, also mit Dubbing. Und die eine Sache, krass, die wir immer versuchen zu machen, ist, dass jede Sprachversion so gemacht wird, als ob sie die originale Sprachversion wäre. Bei unseren Spielen ist es noch zusätzlich komplizierter, weil natürlich das ganze Spiel auf Polnisch geschrieben wird. Und dann wird es auf Englisch übersetzt und aus dem Englischen in andere Sprachen. Und da kommt immer die Frage, was ist die originale Version? Die polnische, die englische? Also wir versuchen immer, unsere Partner dazu ermutigen, damit sie versuchen, ihre Sprachversion so zu gestalten, damit sie so klingt, als ob sie die originale wäre. Ich war selber eingangs sehr, sehr skeptisch, bin aber echt Fan geworden von der Version und muss sagen, dass an all diejenigen, die generell auch so wie ich so ein bisschen eingestellt sind und der deutschen Variante wenig Chancen geben, würde ich sagen, dass es hier unbedingt gemacht werden soll, weil es wirklich was sehr Besonderes geworden ist. Ich war von Anfang an für die deutsche Version zuständig und ich kann auch offen sagen, dass die deutsche Version mein Baby ist. Ich habe die meiste Zeit der deutschen Version gewidmet. Ich habe bei den Übersetzungen auch damit gemacht. Ich habe alles gelesen. Ich habe mit den Übersetzern zusammengearbeitet. Krass. Ich habe mit dem Studio zusammengearbeitet. Ich bin auch dafür zuständig, die Stimmen zu wählen.
Und ich war auch bei den Aufnahmen dabei. Also wie gesagt, die deutsche Version ist auch ein bisschen mein Baby jetzt. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig? Oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Abend. Also das gucken wir jetzt noch zu Ende, die paar Minütchen da. Vergoldete Kugel. So viel Zeit muss sein. Bemerkenswert, dass wir daran sind, die Stimmen drumherum. Ich finde die Atmosphäre drumherum. Also ich habe ja meinen Part gemacht und ehrlich gesagt weiß ich natürlich auch mal irgendwie ungefähr, wie sich dann sowas später anhören wird durch die Filme und auch dadurch, dass ich Keanu Reeves ja als Leitfigur habe. Oh, die Jacke! Habe, ich will die Jacke haben, das sehe ich ja jetzt erst. In etwa weiß, was passiert und wie das nachher auch aussieht. Wobei gibt es wahrscheinlich nur ein L oder XL, dann ist eh vorbei bei mir. Die Atmosphäre von den Stimmen, die, auch, die man auch nur so nebenbei hört, halt dadurch, dass es Deutsch ist, reagierst du natürlich auch drauf, wenn jemand plötzlich sagt, halt ihn fest oder sowas, wo irgendeine Stimme kommt von da hinten oder auch die ganzen Native Speaker, die drin vorkommen, erzeugen eine unheimliche Atmosphäre. Die Gesamtatmosphäre ist manchmal vielleicht wichtiger auch als die Performance des Einzelnen oder dass du gesagt hast, den einen Take hätte ich besser machen können. Wenn das eingebettet ist in ein Ganzes, was funktioniert und ein neues Bild schafft, dann ist eigentlich das größte Kompliment geschafft. Und das habt ihr geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, in die man einerseits eintaucht und die einen auch reinzieht und in der man sich aber auch gleich irgendwie, wenn man da auch nicht, vielleicht nicht unbedingt wohnen möchte in Night City, aber zu Hause fühlt oder in einen Realismus versetzt fühlt. Oh, wo kam der denn jetzt her? Hat er sich da hingebeamt, oder? Es ist auf jeden Fall mal interessant, das in Bewegung zu sehen, weil wir hatten ja wirklich... Boah, das Schild will ich auch haben. Wo haben die das überall her? Total geflasht. Ja gut, sind ja die Entwickler hin. Ich habe gerechnet, aber dass ich mich fühle, als würde ich interaktiv... Boah, das muss ich auch haben, also ey, Mann. Qualitätslevel in einem kurze Message an die Entwickler von Cyberpunk. Falls ihr mal so ein... Schlussverkauf macht, weil ihr ein neues Spiel entwickelt und das loswerden wollt... Ich kaufe euch das auch ab, ne? Ihr müsst mir das nicht schenken, so. Ich habe eh keine Reichweite. Aber ich kaufe euch das auch gerne ab, ist gar kein Problem. Eher im Sommer natürlich, weil ich da mehr Geld kriege, aber ja. Ne? Ihr habt einen Abnehmer auf jeden Fall. Sehr gerne. Mich frei bewegen können, ist das gigantisch. Geil. Das ist ein Hammer. Also ich bin streckenweise echt sprachlos, weil ich habe da Dinge gesehen, die ich so nicht erwartet hätte. Und vor allen Dingen so tiefgründige Geschichten, psychologische Geschichten, wo ich so dachte, so. Dass man den Mut hat, sowas umzusetzen, das so filigran auszuarbeiten, ist wirklich echt eine Bombe. Also ohne Witz. Das sieht einfach mega, mega geil aus. Wie gesagt, ich spiele selber nicht. Das Letzte, was ich gespielt habe, war Mario Kart irgendwie mal vor 100 Jahren gefühlt. Das sieht natürlich schon anders aus. Beim Arbeiten habe ich ja nie das Bild gesehen oder fast nie. Wir haben nur ganz zum Schluss mal welche Kleinigkeiten gesehen, aber die waren auch noch lange nicht so, wie es jetzt ist. Die waren vielleicht gerade mal so, wie es zu der Gamescom in Köln war. Ja, jetzt das Spiel ist was völlig anderes. Es ist so viel Realismus dazu gekommen, so eine Reichheit und auch so eine Schärfe, hat eine Tiefe, also auch so eine räumliche Tiefe, die dich reinzieht. Und so viele kleine Details, der Regen oder die Pfützen und der Schweiß. Manchmal gibt es dann so Momente, dann bin ich ganz stolz, weil ich dann so mit so einem guten Gefühl daraus oder nach Hause fahre, weil ich denke so, ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Job gemacht. Ich sage ja immer, es ist ja immer Teamplay, also von allen Beteiligten, die daran beteiligt sind. Und für mich sage ich, ich muss mich heute nicht schämen, weil ich glaube, das, was ich heute abgeliefert habe, gut war. Muss ich auch mal selber sehen, ne? Sehe ich genauso. Da bin ich auch ein Riesenfan von. So, genau. 1 Uhr ist durch seit 9 Minuten. Jetzt ist alles komplett egal. Jetzt